Hallo, hier sind wir wieder. Ella, Seppo und ich, eure Schulsozialarbeiterin. Na, seid ihr gut vorangekommen mit dem Basteln aus den Toilettenrollen bezüglich eures Traumberufes? Konntet ihr einen Traumberuf rausfinden? Was haben Mama und Papa oder eure Großeltern erzählt? Habt ihr schon nachfragen können? Wir finden das total spannend. Wir haben hier, ja, es ist ein Minion, es könnte aber auch ein Baumeister oder ein schöner Handwerker sein. Der spielt heute auch so eine kleine Rolle und ihr seht Ella und Seppo hier schon ganz unruhig. Ja, ja, heute kommt was, was wir total toll finden und ihr bestimmt auch, weil das macht so viel Spaß. Das stimmt, Seppo. Heute geht es in Sachen Vielfalt um Hobbys. Jeder von euch hat doch sicherlich ein Hobby. Die einen häkeln oder stricken gerne, basteln Freundschaftsbänder. Die anderen spielen Volleyball, Fußball, Handball, Tennis. Manche von euch reiten. Wieder andere sind in Karnevals- oder Tanzvereinen. Ach, die Fahnenschwenker gerade für die Würselner Kinder ist das ja was ganz Tolles. Ich habe mit Garantie schon ganz viel vergessen. Der Minion steht fürs Basteln, dann Malen, Lesen. Vielleicht mögen einige von euch auch fotografieren und stellen sich da jeden Tag so eine kleine Herausforderung. Wir wissen, dass aufgrund von Corona viele von euch dem Hobby nicht innerhalb der Mannschaft nachgehen können. Bei den meisten Sportarten allerdings kann man kleinere Übungen auch auf kleinem Raum machen. Zum Beispiel braucht ein Tennisspieler oder eine Tennisspielerin ja durchaus Schnelligkeit und Beinkraft, ähnlich wie ein Handballer, eine Fußballspielerin, die Volleyballerin braucht es genauso. Jemand, der gerne joggen geht, der braucht auch gute Beinkraft und ja. Deshalb haben wir heute für euch zum Thema Vielfalt in Sachen Hobbys die Anregung, nutzt doch mal oder schaut doch mal, was zu eurem Hobby gehört, gerade wenn es in den sportlichen Bereich fällt, ihr machen könnt, auch wenn ihr es nicht in der Gruppe trainieren könnt. Zum Beispiel eine kleine Challenge. Wer von euch schafft es, 10 Sit-Ups, 10 Kniebeugen, 10 Froschsprünge und was nehmen wir noch? 10 Mal Pumpen hintereinander zu schaffen. Für einige von euch, gerade in der Klasse 3-4, ist das total einfach. Ihr schaut doch mal, wie viele Sit-Ups oder Kniebeugen oder wie oft ihr innerhalb von 30 Sekunden pumpen könnt. Und wenn ihr das jeden Tag macht, dann schaut doch mal, ob sich die Zahl nicht steigern lässt. Dafür braucht ihr nicht viel Platz. Das könnt ihr neben dem Bett machen, das könnt ihr im Flur machen. Das steigert und fördert die Motivation. Es ist lustig, weil man sich täglich misst. Wie viel schaffe ich denn heute? Wird schon besser? Wird schon mehr? Diejenigen von euch, die mit Sport gar nichts am Hut haben, ich bin da auch nicht so fit drin, die können zum Beispiel ein Geduldsspiel selber erstellen mit einem Schuhkarton, da eine Murmelbahn reinbauen. Oder ihr überlegt euch, dass ihr ein Puzzle machen wollt, dass ihr bis jetzt, da nehmt ihr einfach mal ein paar Teile mehr, dass ihr euch nicht so getraut habt. Und vielleicht könnt ihr ja innerhalb eurer Klassen, des Klassenchats oder des Klassenpadlets, einen kleinen Bereich mit euren Lehrkräften absprechen, wo man zum Beispiel ohne Kontakt mit den Freunden, den Klassenkameraden,
Puzzle tauschen kann. Oder ihr erstellt eine kleine Tabelle, wo ihr eintragt, also ich schaffe in 30 Sekunden 15 Strecksprünge, sagen wir mal. Und dann werden die Namen nebeneinander eingetragen und ihr schaut einfach mal, wie machen das eure Klassenkameraden, wie machen das die Freunde von eurem Verein, in dem ihr seid. Und dann könnt ihr so ein klein bisschen vergleichen, habt so ein bisschen Wettkampfform und das motiviert gerade jetzt in der Zeit und ihr seid auch noch ein bisschen tätig. Für diejenigen, die gerne puzzeln, die gerne basteln und so, da kann man einfach mal schauen, gibt es nicht die Möglichkeit, Puzzle zu tauschen. Das geht ja, indem ich das Puzzle bis bei der Freundin vor die Tür bringe, lege es dahin und die nimmt es rein und hat schon das, das sie mir im Tausch dafür gibt, auch vor die Tür gelegt. Das sind ja auch tierisch viele Möglichkeiten. Und ja, Corona schränkt uns ein. Corona bietet uns aber auch die Chance, dass wir nochmal ganz neu darauf gucken, was möchten wir denn eigentlich in unserer Freizeit Tolles machen. Vielleicht sind einige von euch jetzt aufs Buch gekommen und finden Lesen total toll, Abtauchen in Fantasiewelten oder die Mädels mit den Pferdebüchern oder auch die Jungs. Ja, da ist ja ganz viel, was man machen kann und was man machen könnte. Wir laden euch heute wirklich ein, probiert euch mal aus, setzt euch kleine Herausforderungen im sportlichen Bereich, wer puzzelt oder wer stickt oder strickt, der kann sich ja auch vornehmen, okay, ich möchte mal 3 Reihen innerhalb von 5 Minuten schaffen, je nachdem, was ihr strickt, ist das nicht möglich, bei einem Topflappen wäre das zu schaffen, da geht es sogar schneller, ja, probiert es einfach mal aus. Es geht da nicht nur um Geschwindigkeit. Das möchte ich nicht sagen, ihr sollt schon genau arbeiten. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass ihr eine Herausforderung habt, dass ihr euch selbst mal so ein bisschen motiviert, nochmal was ganz anderes zu machen. Dass euch auch so ein bisschen ablenkt vom Homeschooling und Eltern im Homeoffice, sodass ihr da eine Möglichkeit habt, nochmal was ganz anderes zu tun. Denn dafür sind Hobbys da. Hobbys lenken uns ab. Hobbys geben uns die Möglichkeit, auf einem Gebiet gut zu sein und unser Selbstvertrauen zu stärken. Wir wünschen euch bei der Herausforderung ganz viel Spaß. Lasst uns mal wissen, wie es euch gelungen ist. Auf das Plakat übrigens malt ihr euer Lieblingshobby, also das, was ihr am allerliebsten macht in eurer Freizeit. Ja, und dann haben wir den Mittwoch auch wieder geschafft. Es bleiben uns nur noch morgen der Donnerstag. Da wird es um das tolle Thema Liebe gehen. Herzen, Herzchen. Und am Freitag fassen wir nochmal alles zusammen, was wir in den letzten 2 Wochen gemeinsam gesehen haben. Tja, und dann ist unser Projekt Vielfalt auch am Ende angelangt. Das Homeschooling verlängert sich. Ella, Seppo und ich überlegen schon mal, welche Chance haben wir denn für die nächsten 14 Tage, das werden ja auch nochmal 10 Schultage sein, was wir dann mit euch machen können. Da fällt uns bestimmt noch irgendwas Nettes ein. Falls ihr Ideen für uns habt, wo ihr sagt, Frau Schulsozialarbeiterin, lieber Seppo, liebe Ella, kümmert euch doch mal darum, dann gebt uns das weiter und wir gucken, was wir daraus machen können. Vielleicht finden wir irgend so eine Schatzschnitzeljagd, die man so digital machen kann, das weiß ich noch nicht, aber wir überlegen auch nochmal. In diesem Sinne wünschen wir euch einen tollen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss!